Herzlich willkommen im Bildungszentrum Gesundheit und Soziales. In der ältesten Stadt der Schweiz, zentral am Bahnhof gelegen, empfängt sie ein Gebäude der besonderen Art. Ein einmaliger architektonischer Stil lädt mit einer modernen und ansprechenden Einrichtung zum Lernen und Studieren ein. Aktuell bringen 550 Lernende und Studierende wie auch 70 Mitarbeiter Leben in das Gebäude. Ein Teil des Studiums der Höheren Fachschule Pflege arbeitet mit der seit längerem entwickelten Lernform des Problem-Based Learning. Bei dieser Methode wird in Kleingruppen von 10 bis 12 Lernenden der Unterrichtsstoff mit der Begleitung eines Tutors selbstständig erarbeitet. In der Gruppe wird ein authentischer Fall aus der Praxis in insgesamt 7 vorgeschriebenen Schritten bearbeitet. Die Kleingruppe wird als Tutoratsgruppe bezeichnet, in der abwechselnd verschiedene Rollen wahrgenommen werden. Das Ziel ist, dass das erworbene Wissen längerfristig im Gehirn verankert wird und somit im Praxiseinsatz besser abgerufen werden kann als in der klassischen Unterrichtsform. Der Inhalt dieser 7 Schritte wird von einer Protokollantin, welche ebenfalls Teil der Tutoratsgruppe ist, an der Tafel festgehalten. Die Gesprächsleitung führt die Gruppe in diesem Lernprozess und Sie als Mitglied können durch Ihre aktive Teilnahme zum Gelingen beitragen. Mit dieser Form des Unterrichts werden Sie unter anderem Ihre Sozial-, Kommunikations- und Fachkompetenz positiv weiterentwickeln. Ein zentraler Teil der 7-Schritte-Methode ist das selbstständige Lernen. Den Studierenden steht am BGS eine modern eingerichtete und gut strukturierte Studienlandschaft zur Verfügung. Selbstverständlich ist die Nutzung des kostenlosen Internets und der Bezug von Fachzeitschriften und E-Books möglich. Die Methodenkompetenz der Recherche werden Sie am Anfang des Studiums mit den Tutoren erlernen und vertiefen können. Die Erarbeitung des theoretischen Know-hows wird zweimal wöchentlich durch eine zum Fall bezogene Vorlesung ergänzt und von einem Fachexperten durchgeführt. Wasser, Elektrik, Haushalt, Zirkulationen.
das Nephron. Damit der Praxisbezug optimal gefördert wird und die Fähigkeiten dafür trainiert werden können, ist ein weiteres wichtiges Lerngefäß das Skills-Training. Wöchentlich treffen sich die Studierenden in zwei professionell eingerichteten Skills-Räumen, in denen anhand authentischer Situationen aus der Pflegepraxis die nötigen Fertigkeiten und Fähigkeiten geübt werden. Darunter zählt zum Beispiel Körperpflege, Blutentnahmen, Verabreichung von Infusionen, Injektionen und verschiedene situationsbezogene Gesprächstechniken. Diese Handlungen werden jeweils an Puppen oder auch gegenseitig aneinander geübt. An festgelegten Terminen finden sogenannte Simulationen statt. Die Studierenden bekommen dazu eine realistische Praxisaufgabe, die sie am simulierten Patienten durchführen müssen. Die Schauspieler erhalten vorab einen Auftrag für eine bestimmte Krankheitssituation, welche sie während der Simulation spielen. Die praxisnahen Fälle werden von Mitstudierenden gefilmt und später reflektiert und ausgewertet. Die Dauer der Simulationssequenz beträgt 20 bis 30 Minuten. Durch die eigene persönliche Beobachtung und Reflexion, das Feedback der Schauspieler und Mitstudierenden, können sie sinnvolle Konsequenzen für ähnliche Situationen in der Praxis treffen. Das Fach Englisch ist am BGS ein obligatorischer Teil des Unterrichts und wird mit modernen Sprachlehrmethoden vermittelt. Her name is Rose. She's 34 years old and works as a midwife in the United States.
In Bezug auf die Globalisierung ist es wichtig, die berufliche Fachsprache auf Englisch zu beherrschen. Einerseits wegen des zunehmenden internationalen Patientenklientel und der Möglichkeit, einen Auslandeinsatz zu absolvieren. Nicht zuletzt deshalb, weil die wissenschaftliche Pflegeliteratur, die klinischen Studien und Zeitschriftenartikel in den meisten Fällen in Englisch abgefasst sind. Wir werden wieder geliefert.